verändert, dass man da nochmal viel weiter blicken muss. Man darf nichts übersehen, um Transparenz zu erreichen. Ich glaube, das wäre so der Punkt. Immer ist die Relevanz in der Begegnung der verschiedenen Perspektiven. Die Begegnung von Leuten, die vielleicht sogar Ähnliches tun, das aber ganz anders nennen und sich hier austauschen über diese Dinge. Was ich heute mitnehme, ist wirklich dieses, wie andere Leute Themen sehen, die ich jeden Tag bespielen muss. Um mir mal wieder deutlich zu machen, es gibt nicht die richtige Meinung. Es gibt nicht dieses objektive Konstrukt, was real ist, sondern am Ende ist es die Perspektive und Kontext und wichtig auch, sich immer seine Perspektive und seinen Kontext hinterfragen.